Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Project Unstable Staffel 2. Yeah. So. Ich habe ein bisschen was gemacht. Und natürlich pünktlich zur Aufnahme kratzt meine Stimme. Ich mache euch mal Musik an. Ich muss mal kurz was trinken. Warum kommt keine Musik? Kommt Musik? Ja, jetzt kommt sie langsam. Okay. So, und zwar, ich habe ein bisschen was gemacht, und zwar Pocky habe ich wieder gemacht. Und wenn wir mal das Programm Overview starten, wie sieht denn unsere Energie aus? Ja, wir haben ungefähr 10 Millionen F, aber es ist, ja, ich weiß nicht, warum das der Fehler ist, aber immer wenn ich mich neu einlogge, muss ich ihn disconnecten und wieder neu connecten, warum auch immer. Jetzt funktioniert es wieder. Wir haben im Moment 39.811.012.000 und noch was RF. Ihr seht ja, wir machen gerade Intake, 25 RF pro Tick kriegen wir dazu. Und halt von 75 Millionen. So, was hat er da jetzt gemacht? Ja, bis auf die Tatsache, dass ich das immer wieder mal neu connecten muss, wobei ich nicht weiß warum. Eigentlich der... Gut, der Chunk geht bis hier. Ich hab doch anders... Warte mal. Warte mal. Das muss doch geladen werden durch das Ding, ja. Ich weiß nicht, irgendwie ist da ein bisschen... warum drücke ich auf 7? Ich muss auf 10 drücken. So. Und zwar ist hier ein bisschen kaputt. So, und zwar habe ich hier was geschrieben. Und zwar das hier. Das hier ist noch nicht angeschlossen, aber das funktioniert schon mal. Und zwar habe ich ein Programm geschrieben. Terminated. Was mir praktisch die Energie ausgibt. Also ein kleines Programm. Und zwar haben wir Open Peripherals drin und man kann halt mit diesen Network Cable und Network Dingenskirchen, diesen, weiß nicht, kann ich die irgendwie anvisieren oder so? Nee, zählt als Network Cable. Jedenfalls die Dinger, die hier dran sind, diese Konnektoren, diese Modems. Die kann man zum Beispiel an so eine Capacitor Bank packen und danach kann man mit Rechtsklick halt aktivieren oder deaktivieren. Und dann brauchen wir noch einen Computer, an das man es aktiviert. Und dann kann man zum Beispiel sagen, weil es im Netzwerk ist, ihr seht ja hier unten den Namen, kann ich mir praktisch das Ding geben. Kann ja sagen, das ist ein Peripheral. Also für die, die jetzt Computercraft interessiert sind, ich mache jetzt kein ausführliches Tutorial, ich sag nur kurz, was ich gemacht habe. Im Endeffekt, ich habe noch das Modem hier, das Wireless-Ding. Startet das auf dem Channel 1 und ja, hier ist im Endeffekt dann die ganze Magie. Ich nehme mir den... Das Zeug, was gerade drin gespeichert ist, das Maximale, was gespeichert werden kann. Hab hier noch ein bisschen Text und der Intake ist im Endeffekt nur, was vor dem Sleep passiert ist, minus das, das, was gerade drin ist, minus das, was vor dem Sleep drin war. Durch 20, weil ich eine Sekunde schlafe, das sind 20 Ticks. Bei gutem Serverbetrieb, also manchmal spinnt das ein bisschen, aber das pendelt sich ja dann ein. Ja, und dann im Endeffekt sende ich die Message, indem ich das zusammenfüge. Ja, also relativ einfach. Und ich habe halt ins Startup reingeschrieben, dass das Ding dieses Programm ausführt. Macht das Ding auf und alles mögliche. Also wer daran interessiert ist, ich kann auch mal eine ausführliche Folge dazu machen, wenn es einen interessiert. Vielleicht verbessere ich es auch noch. Also ich habe vor, es zu verbessern. Und ja, ich finde das relativ cool mit dem Intake, dass ich das sehen kann. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, ja... Wo hat denn der auf einmal den ganzen Strom her? Der jetzt wieder 7 Tage lang seinen Ventilator da oben stehen gehabt. Nee. Etwas anderes. Und zwar hier. Ja, jetzt ist wieder Aufnahme, jetzt funktioniert es nicht. nein. Das Ding hat sich gedreht. Und wir hatten Strom. Ihr seht ja, es ist gedamaged. 4230 Umdrehungen hat das Ding hingekriegt schon. Und ich hatte... eine Generierung zwischenzeitlich von, ich glaube, fast 300... Ach, es fängt wieder an. Guck mal, es dreht sich. Wie viel kriegen wir da jetzt? Warte, ich muss mal ein Stück näher ans Haus. Weil hier hinten habe ich keinen Empfang. Das ist zu weit weg. Jetzt kriegen wir 34. Also es sind schon mal 10 mehr, die das Ding jetzt macht. Und ja, ich habe halt hier das Ding hingestellt. Das Ding lädt sich jetzt erstmal wahrscheinlich auf. Beziehungsweise kriegt nicht genug RF, um sich aufzuladen. Jetzt voll. So. können wir mal gucken. Im Moment produzieren wir... Okay, das mit den 224 kann irgendwie nicht stimmen, kann das sein? Wie viel EU machen wir denn?
Also es ist halt Wahnsinn. Dort hinten das Ding bei Vollspeed, der Windrotor, macht paar 20. Das Ding macht bei diesem Geschwindigkeit, dieser ganz gemütlichen Geschwindigkeit, macht das Ding 56,3 EU pro Tick. Was ja umgerechnet noch ein bisschen mehr ist, ne? Wenn wir mal wieder zurückgehen, müsste jetzt eigentlich hoffentlich wieder aktualisieren dann und wir sehen, was eigentlich Sache ist. Und zwar 221 F pro Tick. Oh yeah. Und damit fülle ich jetzt gerade so ein bisschen den Speicher auf und kann halt hiermit immer mal schön beobachten, wie voll es eigentlich gerade ist, wie mein Verhältnis ist und alles mögliche. Und im Notfall habe ich halt, wenn das Ding hier voll ist, weiß ich, 5 Millionen sind noch dort oben im Buffer und dann ist alles voll. Dann produziert das Ding für lau. Aber ich sag's mal so, ich habe 477 Polarized Coal und das Ding hält 7 Ingame-Tage. Das heißt, ich lasse das Ding jetzt einfach da stehen. Das ist mir jetzt egal. So, was habe ich mir deswegen überlegt? Es wäre doch schön, wenn wir noch ein bisschen andere Stromgenerierung hätten. Also nicht nur Windenergie ist schön, aber es kann ja sein, dass wir Flaute haben. Wenn es zum Beispiel, wenn es regnet, ist es gut für uns. Dann produzieren wir nämlich bis zu das Dreifache an Strom. Das heißt, das Ding hier wird explodieren. Nein, aber das Ding geht halt dann drastisch hoch. Oder aber, wir bauen uns mal was anderes. Und zwar hatte ich entweder überlegt, wir machen Solar Panels. Das muss ich mir jetzt noch live in der Aufnahme überlegen. Entweder wir machen Solar Panels von Computercraft und machen die dann so zu kompakt, beziehungsweise dass wir später High Voltage vielleicht haben. Braucht halt dann einen Haufen Zeug, ne? Ich meine, den Coal, das hätten wir. Wir müssten natürlich Generator und alles bauen. Oder wir machen uns die Photovoltaic Cell von EnderIO. Die produzieren 40 F pro Tick. Das ist... Das reicht auf jeden Fall theoretisch, um unser E-System am Laufen zu haben und ein bisschen aufzuladen. Problem ist natürlich, das Ding braucht Vibrant Crystals und einen Haufen Vibrant Alloy. Deswegen habe ich mir überlegt, weil wir das ja irgendwie mal ein bisschen Stromproduktion brauchen. Also, erstmal brauchen wir Enderperlen. Einen Haufen Enderperlen. Wollen wir mal gucken. Jetzt ruckelt es hier ein bisschen. Ist nicht so toll. Ui. Ja, wir haben ein bisschen Zeug gesammelt. Die Enderperlen sind auch schon voll. Hier ist noch ein bisschen Cobblestone mit drin. Wir haben eine Music... Wo haben wir eine Music Disc her? Was zur Hölle droppt eine Music Disc? ja. So, also ihr seht, wir haben hier ein paar Enderperlen. Wir haben auch ein paar Knochen. Das ist alles voll. Der Rest geht alles in die Trashcan. Das heißt, das Ding ist jetzt eine Weile gelaufen. Ist da oben wieder was offen, oder was? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, die Skelette schießen manchmal auf die Hexen, die halt mit Healing Potions auf den Boden werfen, um sich zu heilen. Dadurch werden die Skelette gedamaged, die Skelette sind böse, greifen die Hexen an. Aufgrund dieser Tatsache, dass die Hexe angegriffen wurde, schmeißt sie Damage Potions. Die Damage Potions treffen den Creeper. Der Creeper geht zur Hexe und es macht Boom. Das ist im Endeffekt der ganze Ablauf. Und das ist nicht so toll. Von der Warte her. Ach guck mal, Ward Spider. Gleich fällt sie wieder ins Void. Oder stirbt halt einfach nur. Und das gefällt mir halt überhaupt nicht, nur ich wollte das eigentlich nicht hier so zu haben, aber dank Soundcraft, dank der neuen Version, gibt es ja keine Möglichkeit, dass wir das Zeug irgendwie schön worden können. Hallo. Ah, wir haben einen Common Treasure. Ja, ein bisschen Zeug. Ein bisschen überflüssiges Zeug. So, wie gesagt, also wir bräuchten halt Enderperlen, die haben wir ja. Für halt diese ganzen Vibrant-Dinger und alles mögliche. Ich mache jetzt hier oben erstmal Koppeln oder diesen komischen schönen Koppel. Ist mir jetzt auch egal. So. Wie sieht es hier unten aus? Gut, ne? So. Und zwar. So. Jetzt nochmal. Wir brauchen ja einen Haufen Enderperlen für das ganze Zeug. Allerdings brauchen wir halt auch Enlighted Fused Quartz, was Glowstone ist. Und Fused Quartz. Fused Quartz ist Nether Quartz. Oder wir machen halt die Photovoltaic Cell, die können aber nur 10 RF pro Tick machen. Ist natürlich relativ wenig für meinen Geschmack. Das wäre halt die regenerative Energie, die wir noch hätten, neben
dem Kinetic Wind Generator. So. Und dann, ja, dachte ich nochmal nach und hatte überlegt, ja. Klar, regenerative Energien, du hast Solarzellen, alles Mögliche, okay. In der Nacht produzierst du aber keinen Strom und ich meine, ich komme theoretisch locker über die Nacht. Wenn ich mir angucke, ich kriege hier, na gut, im Moment ist wieder da vorne, das Ding ist tot, schon wieder. Aber wir machen ja trotzdem noch Bonus, weil das Ding da oben sich hier dreht wie Brummkreisel. Ich hatte mal ein bisschen was gemacht und zwar irgendwo habe ich noch einen Engine. Ja, ich habe ein paar Engines mal ausprobiert. Combustion Engine, Stirling und Redstone. Die Combustion Engine verbraucht halt Lava. Und bevor jetzt jemand denkt, ja, mach's doch wie Purple und Co. und nutzt ein Magmatic Dynamo. Ja, das Ding ist mir einfach, und vielleicht auch noch ihre, ihren Ender Tank, das möchte ich nicht. Weil das ist mir einfach, mir kommt das so ein bisschen cheaten vor. Du packst den Ender Tank da rein, du hast diese Ender Thermic Pump, die dir einfach alles durchballert an Lava, was da unten ist. Du hast ein Magmatic Dynamo direkt daneben stehen, füllst das Ding gleich wieder. Mit einem Lava kommt der Magmatic Dynamo ewig aus und du kannst das Ding ewig betreiben und kriegst immer Lava. Nein, das ist, nein, das möchte ich nicht. Deswegen haben wir auch Blood Magic gemacht, weil ich möchte einen Haufen Blood Magic auch diesmal gerne noch nutzen, so wie eigentlich die Golems ein bisschen besser. Also, wir haben ja hier eine Lava-Produktion. Das möchte ich gerne noch abzapfen, weil wir produzieren im Moment so viel Blut eigentlich, dass es reichen dürfte. Schauen wir mal. Wir sind halt voll mit 1 Million. So. Da habe ich jetzt schon überlegt, was können wir machen, was können wir machen? Und die Antwort war, wir machen einen Lava-Generator. Also nicht einen Lava-Generator, sondern im Endeffekt diesen Combustion-Generator. Der produziert nicht ganz so viel. Ich glaube, der produziert 20 RF pro Tick. Also relativ wenig sogar. Er braucht Wasser und Lava. Von daher ist er eigentlich relativ ineffizient, möchte ich an manchen Stellen vielleicht sagen. Aber ja, das ist halt so, ne? Ja, so, das war eine Idee. Und was ich gerne noch machen würde irgendwann, ist natürlich noch einen Reaktor aufbauen. Da habe ich halt hier schon mal überlegt, ja, wo können wir einen Reaktor hinbauen? Beste wäre natürlich, Reaktor kommt hier hin. Hier haben wir viel Platz, hier können wir schön den Reaktor hinballern und in die unterste Etage, was weiß ich, was wir da reinpacken. Willkommenshalle. Willkommen in der Mühle. ja, soweit erstmal zu meinen Plänen, was ich eigentlich vorhabe. Und ich weiß nicht, wollen wir das diese Folge angehen? Ich glaube, das gehen wir diese Folge erstmal an. Weil ich möchte gerne mir eine andere Rüstung nochmal machen. Und noch ein paar andere Items freischalten von Soundcraft. Und was ich mir deswegen jetzt überlegt hatte, ist, also es gibt mehrere Dinge, die ich mit Soundcraft machen möchte. Ich möchte diesmal so Soundcraft-Autospawner ausprobieren. Also gar nicht die von Ender.io so nutzen und so. Sondern wirklich von Soundcraft. Da gibt es hier das Ding, das da. Mob Summoning. Dafür brauchen wir dann hier so Condensed Soul Aspects, die wir dann in den Fusion packen und so weiter. Und dann können wir es kriegen. Dafür brauchen wir so ein Cursed Spirit's Blade. Aber brauche ich erstmal nicht. Wie viel hat das Ding? 10 Attack Damage. Hui. Und das Lustige ist, das Ding kann ich ja noch hochballern hier in dem Ding. Ja. Halt Mob Summoning möchte ich machen. Und es gibt etwas, wo ich eure Hilfe vielleicht gebrauchen könnte, wenn ihr es wisst. Wenn ihr mal mit Automagie gespielt habt. Wo kriege ich das Ember Heart her? Ich habe nichts gefunden. Ich brauche es, aber ich weiß nicht, wo ich es herkriege. Von daher, ja, nicht so toll. So, und was wollte ich machen? Ich wollte automatisieren von Salis Mundis. Salis Mundis und Badesalzfälle später. Also erstmal Salis Mundis ist im Endeffekt der Balance Shard. Und ein Balance Shard ist ja ein normaler Shard plus diese ganzen Aspekte. Die ganzen Aspekte haben wir zur Genüge. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal. Haben wir noch hier irgendwie Glas? Haben wir nicht. Das war falsch. Da muss ich hin. Glas. Immer mal 6 Stück. 6 habe ich gesagt. So.
6 Glas successfully ordered. So, dann, so. Denn, ich will noch ein paar Water Jars machen. Die brauchen wir nämlich gleich für das Vorhaben. Also, falls jetzt jemand dachte, wir machen heute große Energieversorgung, ich habe im Endeffekt nur gesagt, was ich vorhabe, in Zukunft meinen Strom zu produzieren. Und was ich vorhabe, in den nächsten Folgen umzusetzen, weil es dauert eine ganze Weile, ehe ich die Maschinen alles Mögliche dafür habe. Wenn ich daran denke, habe ich schon wieder fast keinen Bock mehr. Naja. Wir brauchen eine Voyager Obsidian Blaze Powder. Also ich möchte halt, wem es zu viel Soundcraft ist, der kann das gerne in die Kommentare schreiben, aber ich möchte diesmal gerne Soundcraft machen. Weil es gibt ein paar richtig schöne High-Tier oder Endgame-Sachen, weiß nicht, wie ich es nennen soll, die ich einfach nur haben will, weil das ist awesome. Das ist wirklich... Ihr könnt das jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt eine Spitzhacke. Mit der kann ich theoretisch hier diese komplette Länge, was jetzt meine Krypta ist, habe ich in nicht mal einer vielleicht so 2-3 Sekunden abgebaut. In einem 5x5 Tunnel bin ich da durchgesaust. Und das ist Wahnsinn. Oh ja, so. Also wir brauchen Blaze Powder, Wooden Jars und dann brauchen wir noch Obsidian. Das war's noch. So. Ist das Ding wieder connected? Ja. So, Obsidian und wir kriegen Voyager. Denn ich möchte gerne eine Voyager machen von Auram. Wir werden so viel Auram kriegen, dass das nicht mehr lustig sein wird. Jetzt wollte ich mal gucken, wir haben ja das im E-System da vorne. Weil es im E-System gab es als einziges, glaube ich nicht, ne? Wäre zu schön. So, wir brauchen den Crucible. Also einen Furnace habe ich. Habe ich auch noch einen Alembic irgendwo stehen? Ist noch ein Alembic irgendwo. Sonst nehme ich den hier mit. Fällt ja eh keinem auf. So, den nehmen wir. Achso, warum setze ich den jetzt hin? Mensch. Denk doch mal nach. Bevor du was tust. So, wir brauchen auf jeden Fall noch den Crucible. Ich muss mal wieder Eisen aufbrennen. Oder wir machen... es gibt so viele Dinge, die ich eigentlich machen müsste. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Weil ich das jetzt gerade mit dem Eisen gesehen habe. Das muss ich wirklich überlegen. Ah, Mensch, die Folge ist wieder so durcheinander. Es tut mir leid. Aber... Ne, das war's. Wir machen was anderes diesmal. Wir machen was anderes. Wir setzen das zweite ME-System auf. Ja, wir setzen das zweite ME-System auf, und zwar das Query-System. Was in der Lage sein wird, automatisch die ganzen Erze zu produzieren, das kommt hier hin. So, oder hier, oder da, weiß nicht. Theoretisch könnte ich ja das Query-System... Ja, bekommt das im Moment Strom? Das bekommt im Moment das... Nimmt den Strom, der aus dem Hauptspeicher kommt. Mal schauen. So, wir brauchen einen Controller. Einen ME-Controller. So. Habe ich jetzt eigentlich die Dinger wieder reingelegt gehabt und angeschlossen? Ja, gut. Nur um zu gucken. Network Switchboard. Craft the Controller. Schon wieder. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Keine Ahnung. Dann brauchen wir noch ein paar Interface. Dann brauchen wir Fluxdust. Da geht's schon wieder los. Dann machen wir erstmal die Produktionsmaschinen, würde ich sagen. Machen wir ein Segment. Wenn wir das hinkriegen, ich denke aber ja. Da. Immer fehlt irgendwie das mittlere Item. Nochmal gleich zwei, weil wir brauchen ja dann auch noch einen Smelter und sowas. Ich hasse das, wenn das Ding erstmal registriert. Ey, du hast Shift gedrückt, jetzt habe ich noch mehr Items zur Auswahl. Viel Spaß damit. Puff. Dann kriegst du das ganze Zeug gegen den Klatsch. Oder ich baller es nur hier hin und mach das mit hier rüber erstmal. Ich glaube, von der Art und Weise her wäre es vielleicht schlauer. Mensch. Ich glaube, das
entweder es wiegt zu viel, also hat ein zu hohen Tier, dass ich es nicht mitnehmen kann, ich weiß es nicht. Das haben wir ja schon mal gemacht mit diesem Wand of Dislocating, der dann irgendwie nicht funktioniert hat an manchen Stellen. So, bauen wir das erstmal dahin. So. Hier seht ihr, ich habe hier schon Rune of Dislocation eine Crafting Card gemacht gehabt. So. Lalala. Huch, das war zu viel. So. Und dann. Jetzt der ML Controller, den packe ich mal. Eigentlich müsste das ja alles dahinter so, ne? Hier so. Dann brauchen wir noch ein Terminal. Terminal! Ein Crafting Terminal, bitte. Schön, dass wir das haben. Ich brauche aber. Crafting Table. Brauchen wir noch ein ME Terminal. Ach du Scheiße. So, dann brauchen wir die komischen Dinger hier wieder. Jetzt bin ich out of Quartzglas. Core. Brauchen den da. Da, 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 da. So, ME Terminal. Eigentlich brauche ich ja nur ein Terminal, ne? Das reicht ja eigentlich schon. Für die Zwecke, für die es da ist dann. So, nochmal. Nochmal diesen da. So, da muss Terminal. Ist im Moment noch aus. Das braucht jetzt Strom. Wie kriegen wir jetzt den Strom am günstigsten dahinter? Ich würde sagen hier unten. So. Kriegen wir ein Schwert vielleicht schneller? Geht sogar schneller. Wahnsinn. So. Dann brauchen wir. Also ich weiß nicht, warum ich heute so wenig Frames habe. Irgendwas ist. Ich kann das mal ausmachen. Was daran liegt. Disconnect. Disconnect. Jetzt habe ich mehr. What the fuck? Wie viel Leistung hat das gefressen? Interessant. Okay. So, was ist jetzt hier? Ist so bescheuert. Wer hat denn sich den Mist ausgedacht hier unten? Wir machen es anders, wir machen das mal so. Und so. Dann gehen wir hier runter. Nein, ich habe ihn eingeschlossen. Ist damage. Oh Gott, gleich übergebe ich mich wieder und dann liegt überall die hier lila Krütze wieder rum. So, das Ding ist an. Mal gucken. Intake. Oh. Der Rotor ist gerade wieder in Aktion. Scheiße. So. Okay, das Ding ist leer. Dann brauchen wir noch einen Drive. Das war der Computer Drive. Wir brauchen den ME Drive. Engineering Processor. Start. Was brauchen wir noch? 1K, ne? Ne, 4K, 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 4K. 4K, 4K, 4K. Eigentlich wäre ein 4K wirklich schöner, ne? Jetzt habe ich kein. Oh, ich mich. Ist mir jetzt egal. Ich hab ein paar von den Dingern. So, Logic. Brauchen wir 10 Stück. Habe ich jetzt eigentlich schon den Engineering fertig? Engineering, ja. Okay. Dann mache ich das mal schnell. Also diesmal jetzt ein bisschen ohne Cut mehr. Muss ja auch mal sein. Und da seht ihr, da habe ich mich übergeben, da unten. So. Ich merke gerade, kann ich mir eigentlich jetzt sogar das Kabel sparen. Okay. So. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Segmill vielleicht sogar schon so anschließe, dass die wirklich von allem genutzt werden kann. Ich glaube, ich baue dann E2. Also wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Crafting Unit. Also ich mache das jetzt mal. Ich baue das Ding dieses Mal selbst auf. Also wem das zu langweilig ist oder so, das tut mir leid, wenn wir in der nächsten Folge auch nochmal dran sitzen. Ich will einfach nur dieses
Query-System fertig kriegen, was automatisch alles produziert. Und dass wir dann nicht mehr so viel machen müssen. Ich packe den mal hier oben an. Einfach nur, weil es schöner aussieht. So. Gut, Crafting haben wir. Das haben wir, das mal. Dann brauchen wir Interface. Hat ich ja gesagt, ne? Interface. Ein Stück, kann ich die machen? So. Das da kommt da rein. Und dann brauche ich noch Sand. Machen wir 30, ne? Dürfte ja reichen. 10, das sind jetzt schon mal 20. Ja, das müssen wir uns auch noch komplett automatisieren. Wobei, das fällt mir gerade ein, das könnte man eigentlich... Mache ich das jetzt schon? Ja, das machen wir dann nächste Folge. Das ist eh fast zu Ende. Den Paste-Bin-Link kopiere ich jetzt nicht noch raus. Das machen wir nächste Folge. Ja, noch 3. Komm. So, okay. Die kommen jetzt da unten rein. Rein aus. Hier kommt da rein. Der Schalter wird umgelegt. Never active. Okay. Das ist mal besser. So, dann lassen wir das mal kurz schmoren da unten drin. Kann ich denn wenigstens ein Interface craften? Ja, das kann ich tun. Sehr gut. So, dann machen wir so ein flaches Interface. Und dann kommt da das Ding dran. Brauchen wir ein Smart Cable. Nein. Ach. Falsch. Dort hin. Ich will nur mal wissen, wie viel Channel ich noch frei habe. Okay. Jetzt haben wir hier dieses Interface und da können wir jetzt dann für alle Erze dann später halt definieren. Dieses Erz da rein, das Erz da rein, das Erz da rein, das Erz da rein. Dann brauchen wir noch vielleicht eine Dingensmill. Also wir brauchen erstmal. Jetzt piept meine Uhr. Perfektes Timing. Das kann weg. Bringen wir das hier hin. So. Ich bin gerade am überlegen. Theoretisch wäre es wirklich besser, ich packe das alles hier unten lang, oder? So, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Es kommt auch noch schöne Entspannungsmusik zum Ende. Sehr schön. So. Ja, das wird halt, wie gesagt, jetzt so ein bisschen Probierfolge und alles Mögliche. So. Weil ich hatte heute schon wieder einen halben Tag zu tun und bin jetzt froh, dass ich jetzt endlich Zeit habe und ich will jetzt nicht Ewigkeiten noch aufnehmen, ich will auch noch was anderes machen, außerdem ist es schon wieder spät, wir haben es schon wieder fast um 11 und ne, ich keinen Bock drauf, jetzt noch irgendwas zu tun. So, fertig? Fertig. So. Pure Surface Quartz, okay. Die dann brauchen wir. So, 6. Das waren so viele. Jetzt habe ich 6 Stück gemacht. Idiot. So, und was muss ich in die Mitte? Bei 4K. Bei dem Ding. Kurzglas. So, Kurzglas. So, machen wir 2 Stück davon. Und dann die Dinger. So. Jetzt brauche ich wieder Kurzglas. Ich krieg's nicht gebacken. So. Okay. Dann brauchen wir noch einen Cellwork Table Essentia. Achso, das ist von Zombie. Eine Kiste brauchen wir noch. Die dürfte nicht das Problem sein. Denn die Cellwork Bench, wie wir alle wissen, ist dazu da, dass wir praktisch in die Storage Cell definieren können, was da rein darf an Items. Und nur die dürfen dann halt da wirklich rein. Können es auch wieder clearen, dann ist halt nicht
partitioniert. So. Und die kommen dann halt dort unten rein. Also beziehungsweise eine wird partitioniert und eine nicht. Auf die eine kommen die Erze, auf die andere nicht. Das könnte man eigentlich schon mal... auch wenn ich jetzt schon wieder fast überziehe, aber... ah, ist egal. So, ich nehme mal von jedem eins mit. Was ich jetzt mitkriege. Bin mal gespannt. So, das weg. Den Ring können wir auch wieder anziehen. So, wir brauchen Silber, Kupfer, Lead, das andere Lead, das Eisen. Genau. Was fehlt noch? Tin. Tin, Zink. Können wir Zink? Nee, aber Aluminium können wir, glaube ich. Ferris noch. Okay. Dup, dup, dup. Okay. Damit haben wir jetzt schon mal alle Erze praktisch definiert, dass die da rein dürfen. Und der Rest muss dann halt sich auf die andere Zelle zwängen. Ich gucke gerade noch. Nee, Uran fehlt noch. Uran, Uran, Uran. Und ich glaube, ich packe einfach mal alle Erze rein, oder? Nicht nur die produzierbaren. Packen wir Zink und Tungsten noch mit rein. Dann. So, okay. Damit wir die Zelle dann auch später wirklich ausnutzen können. So, wenn wir die jetzt nehmen, dann seht ihr, wenn wir die reinlegen, dass das automatisch schon orange ist. Das heißt, da passen wirklich nur noch die Dinge rein, die wir jetzt schon definiert haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier praktisch alles mögliche reinschmeißen wollte, ich kann wirklich nur das reinschmeißen, was wirklich auf die Zelle kann. Und das hilft auf jeden Fall sehr bei einer Query. Denn dann wisst ihr immer genau, okay, meine Erze können als einziges nicht verloren gehen. Alles andere schon. Ich werde vielleicht noch Diamanten drauf definieren. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Und der Rest kann halt nicht kaputt gehen. Und das ist sehr schön. Weil, ob nun Kupfer oder hier so ein paar Shards kaputt gehen, das ist mir relativ egal. Hauptsache im Endeffekt, der Rest bleibt erhalten und geht nicht kaputt. Ich glaube, das kann jeder verstehen, warum ich das möchte. So. Das noch ein. Und dann brauchen wir halt noch ein paar Barrels und alles mögliche, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wir brauchen nur ein Small Terminal eigentlich hier. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, wir spielen weiter mit dem ME-System und basteln uns ein Query-System. Und danach, wenn wir das Query-System haben, fangen wir an und basteln uns eine Energieversorgung. Wenn wir die Energieversorgung haben, steht uns nichts mehr im Weg. Allerdings kommt wahrscheinlich vor der Energieversorgung erst noch Soundcrawler. Ach, ich will eigentlich keine Pläne machen. Lasst euch einfach überraschen. So, okay. Gut, dann, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Schnauzer. Und ja, noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss.